Sind immer noch welche. Ihr werdet alle sterben. Endlich. Ein Glück. Dann nehme ich lieber mein Präzisionsgewehr wieder. Wo wir das schon fertig haben. Und ja, greifen. Blup. So. Kleiner Salzpuller. Bitte sehr. Na gut, Präzisionsgewehr haben wir zwar schon, aber. Terrain? Nein. Gut. Ich aktiviere den mal vorsichtshalber. Wow. Das war knapp. So, gut, gucken erstmal schnell hier. Alles schnell absuchen. Damit wir schnell weiter können. Was genial wäre, wenn man jetzt sagen wir eine Zeit lang hier ist, dass die dann wieder respawnen und dass die dann wieder kommen. Dass man da noch wie so eine Art Hardmode reinhaut. Das wäre geil. Ich weiß zwar nicht, ob es jetzt wirklich gibt oder so, aber es wäre genial. So. Das ist eine Salzpulle hier. Und hier sieht weiter nichts. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Super. Einmal home. Einmal hier lang. Da oben aufs Dach noch kommen. Ah, ein Vaxophon, hören wir gleich mal rein. Tja, Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Musste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Na gut. Wie wir gerade erfahren haben, der hat das kleine Kind da diese Strange stranguliert. Munition? Dann nehme ich lieber das hier. Mal sehen, ob wir noch eine andere Waffe finden. Präzisionsgewehr haben wir ja schon. Karabiner? Revolver. Nehmen wir einen Revolver? Haben wir den nicht auch schon fertig? Ich weiß es nicht. Eine Karabiner haben wir auf jeden Fall nicht voll. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Irgendwo müsste ich darüber noch. Gut, mach ich mal schnell. Um hier zu gucken, schnell, ob irgendwas liegt. Ich bin ja gleich runtergegangen. Maschinengewehr. Schießstand. Aber hier liegt nichts Besonderes. Hier ist auch nichts. Also das war jetzt gerade wirklich actionreich. Und das soll noch besser werden. Ich bin gerade am Überlegen. Aber mir ist aufgefallen, jetzt kommen weniger Voxophone. Und diese Kinetoskope, die sind noch rar wieder. Oder sind endlich rar. Na gut, ich bleib erstmal so. Kann ich jetzt erstmal nicht ändern.
hier rum. Bisschen die Muni aufbessern. Gut. Okay. Wir haben 20 Harnal Lockpicks. Ha. Geschafft. Oh, wir brauchen nur noch 10er. Na gut. Shiny Town verlassen und Bereich verlassen. Shiny Town. So. Die Bullhaus-Verwahrstelle. Das Bullhaus erinnert mich an eine Pinkerton-Agentur. Schroffe Architektur, schroffe Männer. Hm. Jetzt sind wir noch im Polizei-Apartment. Kann ja alles möglich sein. Ich nehme mal wieder mein Feuer hier. Puh. Hier läuft schon der ganze Zeit Alarm. Hier ist auch nichts. Hätte ja sein können. Wer weiß, wo man das alles verstecken kann. Post. So. Was ich gestern vorgestern angesprochen hatte bei Civilization 5 beim Let's Play, also das wird, die Folgen wird ja schon draußen sein, da hatte ich Terraria angefangen und hast vergessen zu beenden, wenn man vom Teufel spricht. Also diese Kinetoskope, die gehen immer noch nicht, aufgrund, weil mein Java immer versagt, wenn ich das Spiel starte. Und da weiß ich auch nicht weiter. So, aber jetzt nochmal zurück. Das Spiel Terraria. Ich habe erst gedacht, na gut, das wird ein Spiel sein. Retro-mäßig, Abklatsch von Minecraft, so ein bisschen geklaut. Ja. Dachte ich erst. Und kommt man da durch? Dachte ich erst, das ist so ein bisschen Abklatsch. Na dann. Schon dabei. Wir sind bereit für dich. Wo ist er denn? Er ist verschwunden. Du bist ein Narr, Jungchen. Wo ist er denn? Scheuch ihn raus. Dann sind wir unten. Ach, da. Ich mach mal schnell hier das Gefecht. Oh, noch 50 Leute, Alter. Hier haben wir einen Safe. Der ist aber schon offen. Ist da noch mehr? Gut. Quatsch mal hier weiter. Dann komme ich nochmal zurück auf Terraria. Ich habe das Spiel, dachte ich, naja gut. Wird ja lustig sein, kann ich ja mal spielen. Das habe ich mir dann über Steam gekauft gehabt. Und ich war so begeistert. Also ich habe das wirklich, das Spiel, da habe ich vergessen, wirklich eine Nacht zu schlafen. Habe ich einfach die ganze Nacht durchgesuchtet. Aber das war schon richtig krass. Und ja, und das werde ich als wahrscheinlich als nächstes Let's Playen. Jetzt halt die Klappe. Ah. Ja, damit. Da rum. Ich geh in dir kommen!
Ach nein. Jetzt reizt mir's. Autsch. Wo ist er denn? Na gut, erstmal durchsuchen, ja. Ernte, was du gesät hast. Und, ach, da. Stimmt ja. Oh nein. Ey, muss das gerade so in Washington sein? Ich hab Munition! So was hier. Hier, Booker! Danke. Jetzt erwartet dich eine Überraschung. Jetzt bist du down. Geht doch. Was das? Hoffentlich. Salze. Schießkassette durchsucht. Ich frage mich immer noch, wofür so viel, wofür wir so viele Lockpicks brauchen. Pistole. Nein. Nee, ich mach das so, der Repeater-Scheiße. Auch wenn ich mich dahinter geklemmt hab. Na gut. Was soll ich hier noch mitnehmen? Diesen Befragungsraum. Ja. Oh, ein Boxophon. Hören wir gleich mal rein. Haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Gut. Das war jetzt gerade eine Geschichte wieder von der Fitzroy. An jeder blöden Ecke hier. Komischen Typen. Lasst mich mal hier in Ruhe durchsuchen. Ja, nachladen nicht vergessen. Revolver. Ja, muss ich nochmal gucken, was wir brauchen, was nicht. Oh. Ohne den Schlüssel kannst du ihn nicht öffnen. Wir brauchen wieder einen Schlüssel und noch einen Box davor. Dann haben wir gleich mal wieder rein. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Box hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's mit Fitzroys Leuten, einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Okay, dann wissen wir wenigstens mal, wo der Schlüssel ist. Ja. Gut, der Schlüssel ist bei dem Barkeeper. Na gut, dann müssen wir da noch bei Ten. Wo ich keine Ahnung habe, wo der ist. Medikets brauchen wir erstmal nicht. Hier drinnen waren wir noch nicht. Oh, endlich. Na klar. So, jetzt brauchen wir bloß noch neune. Klick, klack, fertig. Durch. Endlich mal wieder Lockpicks benutzt. War schon ein bisschen langweilig.